In dem letzten Beitrag unserer Sendung hat sich unser Allround-Reporter David mit der Schulgeschichte des KFGs auseinandergesetzt. Dabei hat er mit zwei Lehrern gesprochen, die die Anfänge des KFGs sowohl als Schüler als auch heute in der Position als Lehrer gut kennen. Welche alten Geschichten er herausgefunden hat, könnt ihr nun selber hören. Die Anfänge unserer Schule liegen mittlerweile 50 Jahre zurück. Damals wurde es vom Erzbistum gegründet, was bis heute einmalig ist. Daher gibt es natürlich unter uns Schülern und auch unter den Lehrern so gut wie keinen mehr, der sich noch daran erinnert, wie die Schulwelt damals noch war. Eine Ausnahme bilden unsere Lehrer, Herr Graf und Herr Berger. Letzterer war 1963 als Schüler bei der Grundsteinlegung dabei und erinnert sich noch immer an diesen denkwürdigen Tag zurück. Also die Klassensprecher der beiden ersten Klassen, es gab nur zwei Eingangsklassen, eine 6a, eine 6b, die drüben im Haus Michael in Schwarz-Rheindorf unten im Keller ihren Anfang gefunden haben. Und dann durften die beiden Klassensprecher, also Klassensprecher und Stellvertreter, also vier Schüler durften an der Grundsteinlegung teilnehmen. Und das war eine sehr würdige Feier. Und wir waren Staffage, muss man klar sagen. Die Gründung des KFGs glich damals einer richtigen Sensation, wie unser langjähriger Lehrer Herr Graf noch weiß. Das KFG oder damals noch das Erzbischöfliche Gymnasium ist sicherlich damals mit dem Anspruch gestartet, eine Eliteschule zu werden. Mittlerweile, denke ich, ist es eine ganz normale Schule. Als ich in der Grundschule war, oder damals hieß das noch Volksschule, gab es hier in der Gegend gar nicht so viele Gymnasien. Und dann gab es plötzlich diese Nachricht, da wird ein Gymnasium in Beul gebaut. Und dann war das eigentlich für alle, die hier im Beuler Raum gewohnt haben, klar, da gehen wir hin. Im Laufe der Jahre hat sich hier am KFG jedoch so einiges getan. So wurde unsere Schule zum Beispiel auch für Mädchen geöffnet. Aber auch sonst gibt es viele Unterschiede zu früher. Ja, es sind viele Sachen hinzugekommen. Das war ja früher eine zweizügige Schule. Wir hatten auch keine Oberstufe in der Form, wie sie heute vorliegt, sondern wir sind im Klassenverband durch die Schule gelaufen. Ein anderes Beispiel ist die Disziplin, die sich in 50 Jahren geändert hat. Aus meiner Sicht war die Disziplin früher viel, viel größer. Es wurde für die kleinsten Vergehen drakonische Strafen ausgesprochen. Und bei Lehrer kamen auch alle sehr gut gekleidet mit Schlips und Kragen in die Schule. Auch die Sportlehrer, die zogen sich dann mit dem Sport um und zogen sich hinterher wieder fein an mit Schlips und Kragen. Also eine ganz andere Zeit. Auch deshalb bevorzugt Herr Berger das heutige Schulsystem. Es war eine sehr starre Form und man konnte sich eigentlich nicht frei entwickeln. Die Schüler wurden sehr streng gehalten. Völlig unpolitisch gehalten. Das ist ja noch heute ganz anders, zum Glück, dass wir mehr Freiheit, mehr Liberalität auch hier in unserer Schule haben. Das finde ich deutlich besser im Vergleich zu früher, ja. Trotz aller positiven Entwicklungen sieht Herr Graf auch ganz neue Probleme in seinem Beruf. Ich kann aber nur sagen, dass, sagen wir jetzt, im Laufe der letzten Jahre die Lehrerarbeit eine völlig andere geworden ist. Also das, was eigentlich Spaß macht, der Umgang mit Jugendlichen, das Unterrichten, das ist immer weniger geworden. Die Arbeitszeit wird durch alle möglichen Verwaltungsarbeiten beeinflusst, in die Länge gezogen. Ich muss sagen, ich habe eigentlich im Moment viel zu wenig Zeit, um mich um die Kinder und die Jugendlichen zu kümmern. Und da hätte ich lieber wieder mehr von. Obwohl sich somit vieles geändert hat, ist genauso viel gleich geblieben. Insgesamt zieht Herr Berger rückblickend ein positives Resümee über seine lange Schullaufbahn. Ich persönlich, wenn ich das noch sagen darf, immer sehr gerne hier Schüler gewesen und auch sehr gerne Lehrer, sonst wäre ich ja nicht zurückgekommen. Insofern war das ein logischer Schritt für mich.